So, jetzt wird mal gelernt. Ah, neues Life is Strange Video! Juhu, und willkommen zu einer neuen Life is Strange Before the Storm Reaktion! Jetzt habe ich ein neues Video rausgekommen, also schauen wir uns das jetzt an, auch wenn ich eine kleine Rotznase habe gerade. Alles ist zu. Nice Mugge. Chloe and Rachel. I think that Chloe, she's pretty wounded in lots of ways. She's gone through life. My name is Rihanna DeVries. I play Chloe Price in Life is Strange Before. Relatable about Chloe, and I think that's why so many people, we all have something in us or something about her that we either want to be or already have. Oder wir sind einfach super heftig in Love mit Chloe. And her pain is the thing that makes her such a dynamic and actually be good at this. Ah, that's David. Lost the attitude. My attitude is what makes me special. Was hat die gesagt? Stop. Makes me special, David. Ja, was macht dich special? Ich höre das nicht. Schwerhörig, wenn man krank ist. My attitude is what makes me special, David. Each girl kind of desperately needs something that only the other person can provide at this specific point in time in their lives. So getting to see the strength and the kind of power that the characters pull from each other. It's called gaze. A lot of fans I know are really concerned about what happened between Rachel and Chloe and exactly how it broke down and how many layers their relationship has. Just having yep. a nice scene. Gib mir eine neue Szene. And I screwed it up somehow. Guck, ist die andere Szene? Like I screw everything up. Wo sie das nicht sagt mit Freundschaft? Ist ja voll cool. Oh, sweet, sweet Chloe. Rachel Amber has a power. And is that a power? I don't know for sure that it's purely good. Mm-hmm. Who has that power? It's not necessarily... The power? What's the power? She might not be a hero at all to Chloe. The player's decisions will play a big role in determining exactly what their relationship is like. Okay. Ich fand's irgendwie merkwürdig, wie immer wieder betont hat. Your powers, your powers. What the fuck? Was ist denn? Nein, ich will nichts über Ballett schauen. Die Entwickler haben ja ganz klar gesagt, dass keine weiteren Superkräfte vorkommen sollen, weil Arcadia Bay nicht wie eine Stadt von Superhelden wirken soll. Aber vielleicht ist meine Theorie ja doch wahr. Inhaltlich hat das Video ja leider nicht so viel mehr Content gezeigt, nur halt, dass sie auch geweint hat auf der Junkyard. Aber in der Pressenachricht, die ich bekommen habe, hieß es auch, dass das Video nochmal ein Bonus sein soll, weil diese Ankündigung des Spiels so krass in der Community angekommen ist. Im Hinterkopf habe ich aber immer noch diese Vorahnung, dass dieses Video zusätzlich gemacht worden ist, wegen dem Shitstorm, den es um Rihanna DeVries gab. Das Video soll also sozusagen zeigen, ey, guck mal, die Rihanna, die macht das auch gut. Wenn ihr die Hintergründe zu diesem Synchronsprecher-Debakel noch nicht kennt, dann schaut euch noch mein Video dazu an. Aber an sich muss ich sagen, man sollte einfach offen dafür sein, dass eine andere Person das jetzt macht, weil Ashley Bird war ja immerhin trotzdem am Writing beteiligt. Und für mich persönlich ist es dann schon mal ein gutes Zeichen, wenn sie das gewissermaßen absegnet, dass es ein gutes Spiel wird. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und hoffe, wir kriegen noch etwas an Content zu sehen, bevor das Spiel letztlich wirklich rauskommt. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart und schreibt mir doch mal in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten bei diesem Spiel freut. Vergesst nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye, Shaka Bros.